Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Hitman Absolution bei DeathmatchLP. Ich bin Edgar und danke, dass ihr eingeschaltet habt. Das ist das erste Hitman Let's Play, das ich gemacht habe und das ist auch das erste Mal, dass ich einen Hitman-Teil spiele. Also bin ich sehr gespannt, was mich erwartet. Ich habe das Spiel mal ganz kurz angezockt, um zu sehen, wie das so ist. Und ich würde sagen, wir starten gleich mal ein Spiel. Ja, überschreiben. Und ich nehme die Schwierigkeit normal, da das hier mich bestimmt überlasten würde. Mit meinen Kenntnissen. Und so startet es auch. Hör mir zu. Du musst jetzt ganz tapfer sein. Ein Mann wird kommen und dich holen. Ich kann nicht mitkommen. Es muss so sein. Dieser Mann ist anders. Er wird dich beschützen. Beurteile ihn nicht danach, was er tun wird. Tut mir leid. Vielleicht wirst du es eines Tages verstehen. Hier ist Benjamin Travis. Wir haben das Geld jetzt überwiesen. Willkommen in Chicago. Es freut mich, dass Sie die Sache übernehmen, 47. So etwas ist nie leicht, aber Diana Burnwoods Verrat muss bestraft werden. Ich würde ja ein Team schicken, aber für diesen Job braucht man ein Skalpell, keinen Hammer. Sie müssen nichts erklären. In Ordnung. Viel Glück, 47. Sir. Ja, es ist ein Eiswagen. Ja, ich weiß. Ich schicke ihn weg. Hey, verschwinden Sie. Wir brauchen nichts. Was ist mit Ihrem Partner? Welcher Partner? Ah! Ein persönlicher Auftrag. Und endlich in Game. Bei diesem Auftrag werden wichtige Spielelemente markiert. Regel Nummer 1. Töten Sie diskret und lassen Sie sich nicht erwischen. Sehen wir uns jetzt die Oberfläche an. Der blaue Balken links unten zeigt Ihre Gesundheit an. Daneben sehen Sie Ihr Radar. Benutzen Sie es, um Gegner, Ziele und Ausgänge im Auge zu behalten. In der unteren rechten Ecke sehen Sie, welche Waffe Sie ausgewählt haben und ob sie zu sehen ist. Der gelbe Balken neben der Waffe zeigt den verfügbaren Instinkt an. Ist der Balken leer, können Sie keine Instinktfähigkeiten einsetzen. Okay, gucken wir doch mal in unser Notebook rein. Das ist unser Inventar, da sehen wir schon mal den Anzug von Agent 47. Unsere beiden Waffen. Natürlich haben wir noch Schalldämpfer dran, die jetzt nicht angezeigt werden, und unsere Klavierseite. So. Laut ICA-Abteilungsleiter Benjamin Travis
ist mein früherer Handler Diana Burnwood desertiert und hat wichtige Aktivposten der Agency mitgenommen. Ein Mädchen namens Victoria. Nach Monaten im Untergrund wurde nun Dianas Versteck gefunden. Ein schwer bewachtes Anwesen am Lake Michigan. Mein Auftrag? Diana eliminieren und das Mädchen zurückbringen. Persönliche Anmerkung. Diana hat mir das Leben gerettet. Ihr Tod ist zwar gerechtfertigt, aber ich bin nicht stolz auf diesen Auftrag. Von jetzt an werde ich sie nur noch als Zielperson bezeichnen. Das ist nichts Persönliches. Okay. Da haben wir mal seine Meinung gehört. Sie betreten einen abgesperrten Bereich. Wenn der Wachmann sie sieht, verhaftet er sie. Versuchen sie also unbemerkt an ihm vorbei. In Deckung sind sie für ihre Gegner schlechter zu sehen. Setzen Sie gefundene Gegenstände als Nahkampfwaffen ein oder lenken Sie Ihre Gegner damit ab. Werfen Sie den Schraubenschlüssel auf die Eimer, um die Wache abzulenken. Wenn es ums Tutorial geht, dann will ich es möglichst schnell machen. Solange die Wache abgelenkt ist. Hallo. Hallo. Ja, wie schon gesagt, wenn es ums Tutorial geht, möchte ich es möglichst schnell beenden, weil das ist nicht gerade sehr interessant. Alles andere würde ihn töten, deswegen will ich ihn lieber ruhig stellen. Ausschalten oder töten. Sie haben die Wahl. Also. Fälle wacht er nicht so schnell wieder auf. Also ich werde ihn öfters auf diese Weise betäuben sozusagen. Weil desto mehr man tötet, desto weniger Punkte bekommt man. Die Leiche ist jetzt versteckt. Im Container ist noch Platz für eine weitere Leiche oder sie selbst. Ich glaube, er ist die weitere Leiche. Personal von örtlichen Einrichtungen? Dem geht's genauso. Stecken Sie Ihre Waffe weg. Die ist schon weggesteckt. Vor allem wir so. Oh, das sieht ja übelst wie eine Schlange aus, die auf dem Boden rumkrabbelt. Okay, entlang schleicht oder wie man das auch dann nennt. Ja, Menschen muss man auch recyceln. So. Der Container ist jetzt voll. Sie können keine weiteren Opfer mehr verstecken. Dann haben wir den Müll erstmal rausgebracht. Da ist ein weiterer Gegner. Dem wird es genauso gehen wie den anderen. Vor allem wie sein Herz dann schlägt. Ich weiß nicht, ob man das hört, dass ich gerade auf meiner Q-Taste rumhämmer. Hier sind wir auch fertig. Und, ja, den können wir da wohl reinwerfen. Ja, geht wirklich, okay. Und rein damit. Boah, wenn da das mal jemand öffnet, dann erlebt er eine Überraschung. Und hier haben wir einen kleinen Kontrollpunkt. Sie haben einen Kontrollpunkt aktiviert. Wenn Sie sterben oder neu beginnen, starten Sie an dieser Position. Also sterben möchte ich nicht und neu beginnen ist jetzt gerade auch nicht nötig. Und soweit ich weiß, wenn man stirbt und sowas oder neu beginnt, dann sind wieder alle Gegner da. Auch der Typ, der da normalerweise steht. Und der beobachtet uns dann von hier unten. Also die müssen wir dann auch nochmal erledigen. Also ist viel zu nervig, als dass ich das machen würde. Ausbildung entgeht Agent 47 in seiner Umgebung so gut wie nichts. Okay. Gerade guckt noch keiner zu uns hin. Das soll man weggucken, okay. Also erstmal den hier eliminieren. Ablenkung, ein präziser Schuss oder die Klavierseite. Sie haben die Wahl. Hey, aber ruhig stellen wird da nicht genannt, oder was? Also zwei, entweder ablenken, ruhig, ein präziser Schuss oder die Klavierseite. Also ist dann irgendwie so, dass dann fast nur Töten vorgeschlagen wird. Okay, der geht weg. Warten Sie und hören Sie zu, was die Leute um Sie herum sagen.
So erhalten sie manchmal wichtige Informationen. Oder erfahren, wenn die Luft rein ist. Ja, das werde ich öfters machen. Dass ich einfach mal so sitzen bleibe und zuhöre. Benutzen Sie Ihren Instinkt oder das Radar, um den Ausgang zu finden. Tod und Depression. Außerdem kannst du okay, die gehen weg. Ständig regnet. Kein Schwein deine Sprache spricht und das Hotel ein rattenverseuchtes Drecksloch ist. Ist bei dir alles klar, Hank? Hier sind wir fertig. Uns die Tür öffnen. Gibt's jemanden? Ja, da hinten. Benutzen Sie Ihren Instinkt, um die Bewegungen des Feindes vorherzusehen. Die Wache ist unterwegs zur Brüstung und kommt nicht an Sie heran. Okay, der kommt nicht zu mir. Waffen mit Klingen und Spitzen können mit tödlicher Wirkung geworfen oder zur Ablenkung benutzt werden. Habe erstmal Melone naschen. Konzentrieren Sie sich auf ein Ziel. Werfen Sie. Das geht mal ab und der bemerkt das nicht. Sie können die Leiche über die Brüstung werfen. Erstmal verkleiden, kann ja nicht schaden. Sie sind jetzt als Wachmann verkleidet und dürfen sich in den Außenbereichen frei bewegen. Denken Sie daran, dass andere Wachen Sie durchschauen, wenn Sie ihnen zu nahe kommen. Also wahren Sie besser Distanz. Ja, sind die Fische sein Problem. Das wird wichtig, wenn ich ihn runterschmeiße, aber okay. Ja, so. Um unbemerkt in das Gewächshaus zu kommen, brauchen Sie eine Verkleidung. Hier ist sie auch. Wenn Sie das Gewächshaus betreten, kommen Sie dem Wachmann sehr nahe. Sie sind jetzt als Gärtner verkleidet und dürfen sich im Gewächshausbereich frei bewegen. Denken Sie daran, dass andere Gärtner Sie durchschauen, wenn Sie ihnen zu nahe kommen. Also wahren Sie besser Distanz. Okay. Wenn Sie das Gewächshaus betreten, kommen Sie dem Gärtner. Tricksen Sie den Gärtner aus. Haben wir nicht. Noch ein Schritt näher und ich verpasse dir eine Kugel. Die Wachen dort vorne werden keinen Verdacht schöpfen. Aber Sie sollten die Augen nach anderen Gärtnern offen halten. Gucken die dahin? Okay. Es ist beinahe nötig. Verschwinden Sie. Ist das hier so eine kleine Drogenfabrik oder was? Oder, oh, was für ein geiler Wasserfall. So einen möchte ich auch haben. Springbrunnen, ja, Springbrunnen, was sag ich da? Oder? Ist jetzt so eine gute Frage. Drehen wir doch mal am Ventil. Die Wachen blockieren den Ausgang. Versuchen Sie, sie abzulenken. Reicht das als Ablenkung? Die Wachen sind erledigt. Dadurch haben sie etwas Instinkt regeneriert. Okay, hinterher. Die Wachen sind beschäftigt. Sie haben die Wahl. Ausschalten oder umgehen. Ich umgehe die einfach mal lieber. Leute am Leben zu lassen ist sauberer, kann aber ihre Bemühungen erschweren, unentdeckt zu bleiben. Aber genau das macht den lautlosen Killer aus. Die Welt um ihn herum bleibt ahnungslos und... Dringen Sie in das Anwesen ein und töten Sie Diana Birdwood und Victoria. Bringen Sie zu mir. Sie liegt uns sehr am Herzen. Der Agency. Vor allem diesen Ort hier finde ich sehr cool. Was soll ich sagen? Es ist kein Prostatakrebs? Ich könnte sie küssen. Ich meine, das sind tolle Neuigkeiten. Oh Mann, super. Ja, danke, Doc. Ja. Jetzt stirb. Ah, das arme Handy. Das arme Handy. Okay. Sie sind jetzt im Haus. Gegner. Ihre Verkleidung dürfte bei den Anwesenwachen allerdings Verdacht erregen. Weg von der Wand. Besorgen Sie sich also eine neue Verkleidung oder bleiben Sie unentdeckt. Ja, ich besorge mir lieber seine Verkleidung. Und der ist erledigt. Noch schnell verkleiden. In der Verkleidung als Anwesenwache können Sie sich im Inneren des Anwesens frei bewegen. Denken Sie daran, dass andere Anwesenwachen Sie durchschauen, wenn Sie ihnen zu nahe kommen. Also wahren Sie besser Distanz. Okay. Hier ist ein Kontrollpunkt, also sage ich schon mal, das war der erste Part und schaltet wieder rein. Und wenn euch das Video gefallen hat, bitte liken oder abonnieren sogar. Also, tschüss.